Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den nochmal dabei. Servus. Und wir gucken uns an Ursa Stompy gegen Colorless Post. Mehr Chalice geht nicht? Nee, mehr Chalice geht wirklich nicht. Außer irgendwer von beiden würde ein Phyrexian Metamorph spielen. Ja, da ist eine 8 gegen eine 5. Handwerk? Handwerk? Oh nein! Ich tippe mal drauf, dass Ferret anfängt. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, ansonsten Ursa Stompy hier natürlich mit einem kleinen Nachteil. Einfach weil Chalice auf 0 halt da sehr wehtun kann. Richtig böse ist. Das ist halt wieder so ein Matchup, wenn der Gegner weiß, was man spielt, wird es eklig. Ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, auch hier der Fall. Nicht so cool. Allerdings muss man hier auch einfach sagen, dass wenn Ursa Stompy relativ schnell und ungestört die Combo durchkriegen kann, es halt auch einfach dazu führen kann, dass man einfach nichts macht als Gegner. Ja, also es ist ja auch, das kenne ich gegen Post, gerade der Khan ist gut. Genau, der Khan ist natürlich gut. Der Khan ist aber auch auf beiden Seiten gut. Also ja. Es ist sehr interessant, weil die Decks ja doch sehr ähnlich sind. Das eine ist halt so eine farblose Big Mana, aber auch Komboschiene. Ferret spielt ja auch mit Combo, mit dem Monument. Ja, mit dem Eldrazi-Monument. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Was die Doppel-Team, was plus ein Mana macht. Genau. Und auf der anderen Seite halt Ursa Stompy mit halt diesem ganzen du machst nichts, ich mach alles, lulu. Ja, du hast mittlerweile in Colorless Post relativ viele Varianten, wie du Combo spielen kannst. Ja. Gibt der mit dem Basalt-Monolith, mit dem, wo du dich selber millst? Ja, das ist ein anderes Deck. Das ist immer noch ein anderes Deck. Ich finde es schon fast. Es spielt auch keine Posts. Nein. Doch. Nein. Das ist Four Horsemen und Four Horsemen spielt farbig mit. Das habe ich aber auch schon öfters als komplett colorless gesehen. Es gibt die Version dann mit der. Aber wie heißen diese Schmiede? Mystic Forge? Nee. Genau. Doch. Das ist dann die Mystic Forge-Version. Die gibt es ja. Die benutzen auch nur einen dieser Selbstmüllsteine. Das ist weniger so ein komplettes Selbstmüll, sondern nur so ein, wir schaffen das mal aus dem Weg. Ja. Gut, wir sind im Spiel, wir haben, das tut weh. Sie waren sich mal einig, welche Hände sie halten. Ja. Das ist echt eine... Das ist eine ganz gute Hand, da ist ein zweites Mana auf der Hand, da ist ein... Hätte man denn nicht gerade schon die das ist kein Emry, das ist ein Sai. Den hätte man spielen können, aber der Sai bringt einem hier nichts. Man versucht hier, glaube ich, einfach ein Artefakt zu finden, um dann den Ursa Turn 1 oder Turn 2 zu legen. Das ist auch nicht so der beste Start. Und das ist... Oh, das ist ein Echo auf Jens. Das tut weh. Hier muss man dann Go sagen, dass das tut halt richtig weh, glaube ich. Ja, der Sai macht halt gar nichts ohne ein Artefakt. Genau. Und vielleicht macht der Color des Postspielers auch nichts. Der ist halt mit der City zu starten, die geopfert wird. Das ist schon sehr strange. Hat Colorless Post, ja okay, du hast die Trinisphäre als Dreierstart, ne? Wenn man die Trinisphäre spielt, ich glaube, Ferret ist aktuell so auf einem Trinisphären und Sphere of Resistance Trip. Also so diese beiden zum Testen, was besser ist und was nicht. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, es ist super interessant, wie unglaublich inkonstant das Mana von Ursa Stompy sein kann, im Vergleich auch gerade zu Colorless Post, was ja sehr stabiles Mana hat. So. Ja. Dann kommt der Draw für den Turn. Jetzt natürlich die Frage, jetzt verliert man vielleicht das Land? Oh, Spyglass. Spyglass kann hier Ursa ansagen. Das ist ganz gut. Ja, macht halt immer noch einen dicken Token. Man könnte auch einfach Khan ansagen. Ja, weil Khan, je nachdem, was man jetzt auf der Hand hat, halt echt eklig sein kann. Ja, und Khan wäre jetzt halt auch spielbar. Ja, stimmt. Khan könnte kommen. Im Vergleich zu halt anderen, sag mal, nicht so spielbaren Karten auf der Hand. Also die ganze Rest von der Hand, meinst du? Ja, das ist der Grund, warum ich halt diesen Moxopal in diesen Decks ganz, ganz schlimm finde. Ja, du hast halt keinen anderen guten Mana-Stein. Genau, man hat halt keinen anderen guten Mana-Stein, leider Gottes. Ich glaube, Chromox da drin zu spielen, Kannst du dir, glaube ich, nicht erlauben. Da ist ein Cloud Post, da ist der
Nee, das ist ein Narset. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist der Khan, aber nee, das ist Narset. Das ist ein Planeswalker. Das ist halt schon, das tut halt schon weh. Ja, drei Züge nichts zu machen, ist halt ja. Schon echt bitter. Ja. Jetzt die Blast Zone, die ist halt relativ. Okay. Da kann man jetzt sogar was machen. Jetzt ist die Frage. Boah, man muss alle farbigen Quellen opfern dafür. Ne? Nee, hier geht man einfach in den Ursa. Meiner Meinung nach. Stimmt, ja, weil man quasi das Artefakt, was man wegopfert, noch bekommt. Das heißt, der Mox ist noch online. Ja, genau, man kann ihn einfach für Mana tappen, bevor man das andere opfert. Ding. Genau, und ab dem Moment kann man das dann tappen für Blaues. Und kann dann einen Side Top the Wrist spielen. Ja. Und da wird dann der Ursa exiled. Warping Whale. Warping Whale. Mainboard. Ja, tatsächlich. Wow. Auch einfach, weil sehr viel Sorcery aktuell rumfliegt, die man damit gut kontern kann. Sehr viele Kreaturen, die man damit removen kann. Ist schon eine ganz coole Ansage. Und trifft halt hier mit dem Ursa halt auch richtig, richtig eine gute Kreatur. Was war jetzt noch auf der Hand? Das war eine Narset auf der Hand. Eine Narset und das Echo of Eons. Vor allen Dingen jetzt hast der Ursa Stompy Spieler wieder das Problem, dass er nicht so wirklich viel Blau zur Verfügung hat. Ja. Von das Karakas macht halt auch aus dem Seil eine ziemlich schlechte Karte. Generell, also ich glaube, fast alle Creatures da drin, die nicht durch ein ETB ins Spiel kommen, sind Legendary, ne? Der Halbreacher nicht. Stimmt, der Halbreacher nicht, aber das ist halt auch. Ja. Aber das war's dann. Das ist halt schon. Das tut schon weh. Ja, das tut schon wirklich weh. So, hier wurde jetzt noch nicht gebounced. Das heißt, man könnte die Chance haben. Da wurde nicht gebounced. Man könnte die Emery spielen, aber ja. Aber mild halt auch nur. Da passiert sonst nicht viel. Aber ich glaube, man muss hier die Emery spielen. Boah, könnte man das Echo of Eons schon zünden? Aus der Hand. Man könnte es auf jeden Fall versuchen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Zwei. Das wird hier, glaube ich, auch 14. Naja, guck, die Narset. Okay. Schüch. Ja, okay. Die Narset. Die sucht halt auch Artefakte. Nicht Kreatur, nicht. Oh mein Gott. Das ist ziemlich gut. Genau, dann spielt man das LED, kriegt einen Taub da, knackt das für Flashback. Ja, da wird noch ein. Genau, bin nochmal auf den Taub da hingewiesen. Uff, das ist jetzt natürlich gut. Ja. Also da kommt noch ein Warping Whale geflogen. Das ist natürlich möglich. Man kann auch hier mit dem Karakas halt noch den Sai noch, hätte den noch bouncen können. Wenn man dem auf dem da kommt tatsächlich das Warping Whale sehr, sehr stark hier in zwei Warping Whales. Einfach um dir auch den Flashback zu negieren, das ist schon. Das ist schon super. Ja. Dann geht man hier für 4 hauen. Ja. 1, 2, 3 plus 1 sind 4. Genau. Hat man jetzt noch genug Artefakte? Ja, hat man durch den Top da für den Mox gerade so. Das hält so gerade. Okay, der Ursa Stompy hat jetzt dann die Hand komplett gestrippt. Das ist halt das Problem an der. Oh, da kommt ein Golos. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist halt das Problem an der Combo, also an der Anführungszeichen Combo, der Line. Du musst, wenn du die Dings nimmst, halt eine komplette Hand strippen. Ja, genau. Also man hätte ja auch einfach versuchen können, das Ding zu hardcasten und dann mit dem LED einen Flashback zu erzwingen. Gerade weil man ja auch die Narset schon hatte. Aber hier wollte man, glaube ich, einfach durch. Da kann man sich zumindest nochmal einen Talk da machen. Top da machen plus halt. Was hat man da noch in der Hand? Was kann man denn noch machen? Ich meine, man hat keinen Flashback mehr im Friedhof. Nee, da komm. Man könnte mit Sai, dem Top der Risten, zwei Artefakte opfern, um eine Karte zu ziehen. Bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Natürlich. Das wird schwierig. Habt ihr einen Karten? Hier kommt ein Karten. Ja, der kann zumindest mal ein bisschen. Ja, der ist angesagt. Scheibenhonig. Sorgt aber trotzdem dafür, dass man Golos nicht aktivieren kann und dass man den Key nicht aktivieren kann. Macht eine Menge. Ja, die State-Base-Ability von dem, die ist halt super. Ja. Vor allem gegen Artifact-Decks halt. Der ist ein Texas-Piece.
Genau, genau. Prison Peace. Prison Peace trifft es, glaube ich, eher. Und das ist schon ganz gut. Hier werden 5 Mana getappt. Was kann man denn für 5 Mana machen? 5? Mana. Doch, es sind 5 Mana. Anscheinend doch nicht. Nö. Wollte gerade überlegen, weil für 5 Mana kann man halt. Boah, man könnte 2 Marken drauflegen, aber das würde man ja nicht in seinem Zug einfach machen. Was hat das Deck denn dann für 5 Mana? Man könnte einen weiteren Golos einfach spielen. Mhm. Aber dann würde man mit dem Golos vorher angreifen, einfach nur für The Lulz. Nur wenn man es kann, ne? Oder ist das. Ne, das ist noch nicht mal End of Turn jetzt. Oh ja. Das ist ein das Monument. Ja. Das heißt, der Golos ist jetzt 4-6. Uff. Und farblose Quellen tappen doppelt. Das heißt, ja, der 2 Mana plus da wahrscheinlich noch einen floaten Ding und der kriegt ein Leben, weil er einen Artefakt gespielt hat. Ja, stimmt. Das war ja. Das ist eine Sphere of Resistance. Das ist echt. Da kommt ein Misch raus. Oh, Chalice von oben. Gar nicht so relevant. Aber Chalice auf 0 kann halt trotzdem wehtun. Ja, ja, Chalice auf 0 kann immer wehtun. Ist dann der Doppeldraw. Hat man wenigstens wieder Handkarten? Was hat man da? Ja. Das eine ist eine Chalice, das andere ist eine Walking Ballista. Die Walking Ballista ist Main? Ja. Wow. Ich habe die bis jetzt immer nur aus dem Sideboard kommen sehen. Boah, jetzt tut das Land auch mittlerweile echt weh. Yes. Hui. Yes, so langsam tut es dann weh. Und da hat man 2 Top da. Ja. Das Problem ist, dass das Leben geben von dem Monument halt auch noch mit reinkommt. Das ist halt echt gut. Es gibt halt wirklich Plus, es gibt Leben, es gibt mehr Mana, es gibt alles, was man haben möchte. Ja. Da geht der Golos. Ja, der ist 4-6, schießt man auf den Golos und dann wird der Golos gebounced. Kriegt man 2 Damage. Hier muss man natürlich dann den Golos wieder spielen, das ist halt schon schwierig. Ja, ist halt jetzt die Frage, jetzt kann man sich mit dem Golos halt das... man kann ihn ja nicht aktivieren. Ah. Man kann nicht aktivieren, aber der ETB ist halt trotzdem da, tatsächlich. Ja, ja, und theoretisch kann man die Dings auch auf 4 kriegen, die Blast Zone. Ja. 6 Mana für Golos. Huh. Genau. Das ist eine Menge Mana. Mit Golos kann man sich jetzt halt auch ein cooles Land, sag ich mal, raussuchen. Noch ein Post? Ja, oder halt einfach das Land, um Golos im Notfall zu aktivieren. Ja, ja, aber ist die Frage, ob man davon ausgeht, dass man irgendwann soweit ist. Aber das war ein Post, oder? Ich kenne die Promos nicht. Nee, das ist dieses Canyons-Gedöns, was halt 5 Mana in einen Woburg verwandelt. Also ach so, farblose ja. In einmal Rainbow. Ja, einmal um den Golos zu aktivieren. Genau, es ist das Golos-Aktivierungsland in diesem Deck. Es ist halt auch cool, dass das Deck das jetzt mittlerweile kann. Ja, vor allem das Land ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, unzerstörbar. Was es sehr, sehr cool macht. Es hat noch nicht mal also nicht Hexproof, sondern wirklich einfach Unzerstörbarkeit, was einfach super, super cool ist. Das ist natürlich geil. Auch nicht so oft auf Ländern tatsächlich. Darksteel Citadel. Ich glaube, also sonst hätte ich jetzt keins, was mir gerade einfallen würde. Ja. Ja, jetzt müsste man irgendwie den Kahn loskriegen, ne? Ansonsten Cloud Post, Colorless Post, hat er jetzt aktuell halt nicht so wirklich das Board, um den Gegner umzurennen und Ursa Stompy auch nicht. Naja, nee, also im Endeffekt sitzen beide gerade aktuell da und warten. Das Problem ist, dass der Colorless Post-Spieler halt jederzeit einfach eskalieren kann, was die Top-Decks angeht. Ich glaube, es ist auch ein Emry, ne? Ja. Macht die viel? Sie mildert halt um 4. Ja, und aktivieren wird man die nie können. Da hat die eine Menge Schrott weggeschmissen sogar. Warum kann man die nicht aktivieren?
Ja, also die wird jetzt End of Turn gebounced und dann hat die Summoning Sickness. Ja, dann würde man aber so lange millen, bis man halt einen Echoes findet. Das wäre schon ziemlich okay. Stimmt, wenn man jetzt das Echoes zieht, dann gewinnt man richtig was. Chalice of 1. Hä? Ja. Okay, Chalice of 0. 0, einfach nur für die Top da. Yes. Aber wäre mir das die Leben wert gewesen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Fände ich jetzt auch nicht, also das ist ein bisschen harsch. Vor allem muss man halt hier auch aufpassen, weil der Golos halt tatsächlich auch früher oder später einfach eine Win-Option sein kann, wenn der Khan vom Board ist. Mhm. Weil man den Golos unblockbar machen kann, wenn der Khan weg ist mit dem Stab. Mhm, ja, das ist ja stimmt. Nicht der normale Magnetic-Stab, sondern der Manifold-Key. Genau, der Manifold-Key, der halt eben auch unblockbar machen kann. Ja, das ist schlecht. Ja, okay, aber aktuell halt, man hat man halt das Board, dass man trotzdem genug Blocker hat. Jetzt ist halt die Frage, was da großartig dann jetzt noch kommt. Der kann alles Post halt, kann halt mit einem Top-Deck alles reißen. Ja, genau, also hier war jetzt das Land schon mal oben drauf, aber man hat jetzt halt 3 Mana für das Land, man hat 4 Mana pro Post, einfach weil noch mal eins oben drauf geht. Hm, stimmt. Und dementsprechend da die Frage, weil es echt eine Menge Mana ist. Ja, wenn Post jetzt halt eine Walking Ballista bringt halt auch nichts beim Postspieler, weil die ist ja auch ein Artefakt. Die ist auch ein Artefakt, aber man kann jetzt halt auch einfach nochmal einen Glimmer Post holen oder einen Cloud Post, wahrscheinlich eher Cloud Post, um die die Leben zu kriegen. Oder ja, oder halt einfach Mana zu haben für die Blastzone. Blastzone auf 4. Stimmt. Ja, Blastzone auf 4. Der Golos kostet 5, ne? Genau. Der, was ist das Monument kostet? 5. 5? Aber es ist ja in dem Moment relativ irrelevant. Es geht ja wirklich nur darum, die jetzt vom Mana hochzupumpen, dass man dann den Golos unblocken machen kann. Der Manifold Key kostet 1, Golos kostet 5. Das ist praktisch alles wichtig auf diesem Board aktuell. Ja, dann kann man die Blast Zone aktivieren, kriegt alles weg. Ich meine, was geht beim Gegner? Beim Gegner geht, ja, das, was problematisch ist, der Khan. Khan, das war's. Aber ich glaube, das hätten wir auch schon viel länger machen können, oder? Ja, bisher war das Mana sehr effizient genutzt. Also da war nie wirklich Mana übrig, sag ich mal. Und aber da wird jetzt das Farblose auch angezeigt. Ja. Das sind jetzt 8. Ja. Das ist jetzt halt problematisch. Es ist sehr, sehr problematisch. Und da kommt es dann wirklich auf den Top-Deck drauf an. Ja, jetzt ist man halt tot gegen Aktivierung vom Land, ne? Genau, weil man dann mit dem Manifold Key halt nicht mehr blocken kann. Ah, jetzt ist der Dings ist aber liegen geblieben. Die Emery ist aktuell noch liegen geblieben, korrekt. Jetzt ist die Frage, was man jetzt damit zaubern kann. Das Deck spielt keine Wastelands, ne? Nee. Da hat man eine Bubble auf der Hand. Ja, das Leben ist jetzt auch egal. Da kriegt man jetzt die Token. Uff, was hat man jetzt vor? Einfach eine Menge Token noch zu generieren. Ich glaube, es geht wirklich nur darum, jetzt gerade noch so ein bisschen Token zu generieren und dann reinzuschwingen, dann zu gucken, was passiert. Ach so, ja, aber der Golos. Der Golos darf jetzt halt nicht blocken. Nee. Und jetzt ist die Frage, ob genug Artefakte da sind, aber das sind zu wenige, ne? Ja, 5. Ja. Aber trotzdem halt von 19 auf 5, das ist halt schon. Das schon eine Menge Damage, aber das ist. Jetzt ist halt Blastzone aktivieren und Go sagen, ne? So viel Mana. Holy shit. 1, 2, 3, 4, 8, 12. Das sind 18 Mana. Ja. Das ist ziemlich gut. Da kann man halt auch mal die Blastzone von bezahlen, ne? Das ist halt jetzt auch nicht so schwer. Genau. Da macht man's Mana. Das ist. Thoughtnots hier. Ja, ich meine, der Khan, der ist jetzt schon Käse. Also gegessen. Das ist ja rum jetzt. Ja. Der Khan ist weg. Genau. Dann kann man, jetzt will man sogar noch den Golos aktivieren. Ja, hier wird noch ein bisschen rumgespielt, einfach nur zum Rumspielen.
Der Kahn ist ja lange vor. Ja, der Kahn ist lange noch mal darauf hingewiesen. Was kann man macht auch jetzt? Seinen eigenen Kahn spielen. Da könnte man jetzt sogar noch selber einen Lattice Lock versuchen hinzuknallen. Ja, den kriegt man auch gespielt oder so. Ja. Muss man den Kahn sogar bezahlen? Ja, der kostet Mana. Oh. Ich dachte, der Kulos bringt den einfach rein. Du darfst die playen. Ah. Okay. Und das kostet halt jedes Mal einen Mana durch den... Ja, stimmt. Genau. Durch die Sphere of Resistance. Und damit er halt Blockback macht, Beatdown und ja, Manifold Key. Sehr, sehr cool. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Upgrade von dem Stromschlüssel. Ich weiß gar nicht, wie er in Deutsch heißt. Wie er in Englisch heißt. Voltaic Key. Ja, irgendwie sowas. Voltaic Key, irgendwie sowas. Aber der macht ja im Endeffekt dasselbe, nur dass er unblockbar macht. Noch oben drauf, genau. Genau. Der hat einen zweiten Modus. Der hat einen zweiten Modus. Und das ist halt echt... Der macht halt eine Menge. Vor allem, wenn so ein Fortnite-Zieher dann auf einmal angreifen kann, ohne dass er geblockt wird. Ja, genau. Was halt meistens immer so das Problem war, gerade wenn du so gegen so Leute läufst, die so einen Token haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, ansonsten... Das ist ein Turn 1 Hullbreacher. Das ist Turn 1 Hullbreacher into... Dein Gegner zieht nichts. Ja, okay, dann gehen wir halt mal ins 1-1. 1-1. Sideboarden. Wenn wir gerade mal noch dabei sind, was glaubst du? Also, Ursa Stompy wird, glaube ich, nicht viele haben. Maximal die Ravens Form. Ja, da kann man die Chalice noch rausschmeißen. Die Chalice kann man rausschmeißen, aber ich glaube, man hat nicht genug zum Reinboarden. Catalyst Post. Vielleicht das Schiff. Das ist nicht bad. Das Schiff. Leylines bzw. Surgicals. Ach so, die das Vehikel. Ja, genau, das Vehikel. Leylines, ja. Oder Surgical, je nachdem, was man spielt. Ja. Oder Fee. Keine Ahnung, ob die spielen. Gibt bestimmt auch Listen, die Fee spielen. Und Chalice dann... Chalice auf 0, feuerfrei. Ja, das zweite Spiel war so ein kleines Nichtspiel. Ja, das zweite Spiel war halt Turn 1 rum. Ja. Geil. Zwei Mana. Boah. Ja, da kann man halt die Emery ansagen, ne? Ja, oder den Kahn. Oder den Kahn oder man sagt den Ursa an. Okay. Weil die Emery kommt jetzt nächste Runde tatsächlich. Mhm. Okay, es wird doch die Emery angesagt. Die Emery angesagt, hab ich nicht auf was gedacht. Da ist ein Ravensform gekommen. Macht halt jetzt die Chalice weg im Zweifelsfall, wenn man sie tatsächlich dann mal braucht. Wenn man sie braucht, ja. Hat er selber schon gespielt. Das ist ein Echo und das ist ein Echo's weg. Ja, Ravensform ist echt krass, vor allem weil es halt ein Artefakt oder halt eine Kreatur ja auch wegnehmen kann, was sehr, sehr gut ist. Okay, hier ist halt echt 23 Mana. Dort noch hier. Leben. Ja. Entschuldigung, 23 Leben. Hier wird nochmal gelesen. Moment, welche Karte will ich jetzt exilen? Ach, warte mal. Ja. Ja, dann geht das Ravensform oder geht der... Ich vermute, dass das Ravensform geht. In nächster Runde kann halt der Ursa kommen. Aber der Ursa macht halt in dem Zug, in dem er kommt, halt genau gar nichts. Ja, und der Token, den er generiert, der ist ein 2-2er. Jetzt aktuell. Aktuell 2-2, wer auch sehr irrelevant ist, den kann man ja auch loswerden. Naja, das ist halt aktuell echt eine Wurst. Auf der anderen Seite weiß man halt nicht, auf welche Richtung das Colors Post jetzt gerade geht. Ob es jetzt auf den Beatdown-Plan geht, auf einen Combo-Plan oder ähnliches. Beim Combo-Plan wäre es vielleicht echt ganz nett, wenn man den Ravensform weg hätte. Mhm. Aber ja, es wird der Ursa. Es wird tatsächlich der Ursa. Da kommt der Monolith. Ist auch so eine viel gespielte Karte mittlerweile, ne? Ja, das stimmt, stimmt. Ja. Kann man jetzt den Ravensform direkt schießen? Ja, klar, man kann den Ravensform knacken und dann kriegt man die Chalice los und kann mit der Emery aus dem Friedhof, war ein LED drin. LED ist, glaube ich, drin, ja. Aber ist halt die Frage, ob man jetzt Echo auf ihn zünden will. Emery spielen, Emery nicht spielen. Da hätte ich aber trotzdem immer noch irgendwie die Emery aktiviert. Ja, ich auch. Emery aktivieren und die alte aus dem Friedhof spielen, die neue aus der Hand spielen. Ja. Da sehe ich wenig Gründe, es nicht zu tun. Vor allem, weil man mit dem Mana ja sonst nichts macht. Da ist das Schiff. Da ist das Schiff. Das gute Schiff und da ist ein Battlecruiser Operational. Ja, genau.
Und da ist unten das sucht auf jeden Fall Artefakte aus dem Deck und gibt ihr Leben. Fällt den Name gerade nicht an. Ach, der Inventor's Flare. Genau, Inventor's Flare hat ziemlich gut. Ja, aber bis jetzt sieht's halt, jetzt gerade sieht's nicht so gut aus. Nicht so gut. Da zockt man jetzt halt einfach das. Ja, einfach so. Ja. Vor The Lulz. Man hätte, glaube ich, einfach wirklich die Emry aktivieren sollen, um was aus dem Friedhof zu holen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, da war wirklich dann ein Fehler für den Value. Weil hätte man auch schauen können. War da eine Dings drin? Eine Bubble auch? Da hat man zumindest die Bubble. Ich glaube, eine Bubble war auf jeden Fall drin. Oder es wäre mindestens ein Mana-Stein gewesen. Okay, hier ist ein LED. Hier ist. Mehrere LEDs. Ja. Man hat noch kein Land gelegt. Ist gar nicht mal so kacke von der Hand. Hullbreachers drin. Jetzt können wir den Hullbreacher reinschmeißen. Oder irgendwas anderes. Ja, okay, das stimmt. Da muss man das Land. Das ist ein Sai. Ein Sai ist auch ziemlich gut. Eins, zwei, drei. Ja, sehr, sehr cool. Weil man hier mit den drei Top dann auf jeden Fall eine Menge Verteidigungspunkte hat. Dann kann man noch eine Karte ziehen. Entweder in der Upkeep, in der Gegner-Upkeep oder in der eigenen Upkeep 2. Mhm. Das ist gar nicht so schlecht mit den LED. Wenn man jetzt natürlich den Plan aufrechterhalten kann mit dem spiele den Hullbreacher und kann dann mit dem LED nochmal ein Echo zünden. Das wäre halt richtig gut. Das wäre prima. Auf der anderen Seite ist halt jetzt auch so, dass Kalas Post ja auch einen kompletten Refill bekommen hat und halt auch mit ja, unendlich viel Mana. Genau, da ist auf jeden Fall das Monument plus ein Mana Floaten. Ja, das ist Infinite Mana. Basalt Monolith und Monument sind Infinite Mana. Und da ist ein Fortnutzer. Ja, jetzt einfach mal. Ja. Just for the Lulz, alles da top Monolith. Der Hellbreacher. Trinisphäre. Da kann man aber Khan, einfach alles auf oder Khan. Khan, je nachdem ist die Ballista vielleicht im Cyber. Die wird natürlich der Instant-Tod sein. Ja, Ballista. Ballista, Radar, einfach mal alles, Radar. Genau. Ja, sehr cool. Man sieht hier auch Kalas Post mittlerweile sehr, sehr cool, auch als Combo-Deck, wirklich als krasses Combo-Deck spielbar. Ja, mit einem schönen Combo-Finish. Ja, Ursas Dombi da sehr hart unterlegen. Wenn man nicht die richtigen Karten zieht, hat man einfach da nicht so die Schnauze vorne. Ja, oder kann halt auch mal passieren, wie Ursas Dombi den einen Turn 1 gemacht genau, hat. Genau, der einfach Turn 1 gemacht, das kann halt auch zusammen miteinander passieren. Deshalb zwei sehr, sehr coole Decks und drei, sagen wir zweieinhalb, sehr, sehr coole Matchup. Ja. Dementsprechend hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.